Jo, 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 da sind wir wieder. Teil 5. Dann wollen wir mal schauen, was heute geht. Alter. 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 Ja, ja, jetzt. Jetzt weglaufen, oder was? Also Leute, wir brauchen immer noch ein Bett, ne? Wir brauchen immer noch ein Bett. Ja, Spinnenweben wären die halbe Miete. Ja. Ey, was für ein Scheiß ich hier in den Taschen. Oh, da, Cotton Seeds. Okay, alles klar. Cotton Seeds. Damit können wir uns Wolle züchten. Nee, sag nicht, dass das ein Creeper ist, Alter. So, alles klar, wir haben Sonnenlicht. Wir schnappen uns Steine. Und bauen mal was hin. So, also mein Plan war hier hochklettern, dann da oben. Da bauen wir uns gleich mal eine Leiter. Oh. Hallo. Alter, wo die wieder... Creeper kommen immer von hinten. Mehrfach. So ein Gangbang, Kaboom, Scheißdreckspenner. Der ist doch nicht hier reingelaufen, oder? Wo ist er hingelaufen? Okay. Ja. Ja gut, dann bauen wir uns mal. Ich glaube ja, der ist hier reingelaufen, oder was? Das ist bestimmt eine Überraschung. Ja, also Steine nehmen wir mit. Die Bücher lassen wir erstmal da. Rubber Tree, die bauen wir uns am besten auch mal direkt an. Und wir brauchen gerade mal eine Leiter. Tür ist zu. Paranoid-Modus activated. Alles klar. Wir haben schon so viel Scheiß wieder in der Tasche. Zack, zack, zack. So. Wir können auch in den nächsten... Tagphase mal da hinten die Richtung gehen. Nordost, vielleicht sind da Schafe. So.
So, wollen wir mal schauen. Hier geht's hoch. Ist jetzt 4x4 oder was? Ja. Ich habe so eine ganz crazy Idee, hier so ein komisches Haus hinzubauen, das unten schmal ist und nach oben hin extrem verbreitert. Einfach mal, weil ich es kann. Doch schon mal ist doch schon mal eine schöne. Ja, aber das machen wir noch größer. Das machen wir noch größer. So, und dann so mit umgekehrten Stufen, dass das halt ausschaut wie fast wie eine Pyramide, die auf dem Kopf steht. Das finde ich irgendwie witzig. Weggeschmissen. Voll der Held. Nee, Moment, das. Nee, wir wollen ja nicht zwei überstehen haben, sondern nur eins. Irgendwie habe ich mich da ein bisschen vertan. Stimmt denn das überhaupt so? Ist es überall ein Überstehen? Ja, ne? Seht ihr so ein bisschen, was so meine Intention ist? Das wollte ich schon immer mal machen. Und irgendwie finde ich die Idee. Cool. So. Irgendwie finde ich das gut, dass mein Essen hier zu mir kommt. So. Ich würde sagen, hier machen wir auch mal so ganz blöd eine Lampe hin. Stimmt doch schon wieder irgendwas nicht oder so. Okay. Das stimmt nicht. So. Ich würde sagen, ich mache schon mal die Stufen, damit das Ganze schon mal ein bisschen so Formen annimmt. So. 32. Alter. So, das noch irgendwie so 4, 5 Stufen nach außen, haben wir eine geile Grundfläche und scheiße viel Platz. So.
Hat auch ein bisschen was Tempelmäßiges. Ich weiß nicht, ob ich das mit den Ecken so lassen soll. Das gefällt mir eigentlich auch. Oder das so mache. Ja, ich glaube. So, und das gleiche da auch noch. Jetzt sag noch, dass es nicht witzig ist. Ja. Das Einzige, was nicht witzig ist, dass es jetzt dunkel wird. Okay. Steine habe ich noch dabei. Eigentlich kann ich weiterbauen. Scheiß aufs Dunkel. Tür da hinten habe ich zu, ja. So. Ja, dann bauen wir mal weiter. Nee, das war nicht so richtig. So war der Plan. Alter, seht ihr das? Drei Creeper. Ein Skelett. Big Party. So. So. Und jetzt machen wir den Todeslauf in die Butze. Lauf! So, geschafft. Ja, graben wir mal ein bisschen noch, ne? Wir wissen ja, unser Glück ist ja hier grenzenlos, was Loot betrifft. Kann man nicht meckern. Also wenn man geilen Stuff hasst, ne, dann sind wir erfolgreich gewesen bisher. War hier nicht irgendwas, wofür ich die bessere Hacke brauchte? War da doch, oder? War da nicht? Da! Das muss doch mit Eisen gehen. Okay.
Ja. Endlich. So, nachdem wir jetzt noch ein bisschen Ohre haben, sollten wir uns langsam mal wirklich die Schmiede bauen, damit wir es auch vervielfältigen können. Dann können wir uns den Macerator sparen. Das möchte ich jetzt mal versuchen, so ein bisschen ohne Macerator, ein bisschen so lange wie möglich ohne Strom arbeiten. Dann überlege ich mir mal, welche coole Stromquelle ich dann nutze. Mal sehen, ob wir es noch in der Zeit schaffen, die Schmelze zu bauen. Wo ging es hier nochmal hoch? Da. Ach ja, das Blöde mit der Schmelze ist, da brauchen wir Lava, aber wir haben ja unseren Lavasee, also passt das. Was ist das denn bloß da hinten? Da möchte ich mich jetzt mal hingraben. Seht ihr das auf dem Radar? Ist das eine Höhle oder? Eisen, 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 Eisen. Jetzt ist es weg. Es muss also höher liegen. Aber erstmal hier Eisen einsammeln. Da, das ist echt. Das ist echt hier auf der Höhe. Kohleflöz sein oder was? Ah, jetzt ist meine Pickaxe kaputt. Na gut, ich komme wieder. So, Pickaxe reparieren mit Stein. So. Ja, was geht denn? Alter, komme ich hier nochmal raus oder was? Ja, jede Spinnenwebe ist ein Schritt näher zum Bett. So.
was wollten wir machen? Ja, PX operieren. Okay. So. Ja. Haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt schauen wir noch mal schnell, was das ist da hinten. Okay, es ist auf jeden Fall erstmal dunkel. Das ist nicht gut. Jetzt ist es irgendwie weiß auf der Map. Keine Ahnung. So, was ist der Hacke da schon wieder kaputt? Okay. Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, richtig, ja. Die Schmiede. Wollen wir mal schauen. Das könnte hier Sand sein. So. So, eigentlich würde ich gerne die Schmiede so ein bisschen ins Freie, weil die braucht ja später kein Mensch mehr. So ein schönes Fundament. Wo das 3x3 dann.
Ja. Wo sind denn meine? Ist nicht hier drin gewesen. Okay, dann machen wir uns erstmal. Oh, Alter, nicht wirklich. Vier Eisenblocks oder was? Okay, also hier haben wir es. Ich brauche 9, 12, 14, 16 Bricks. Also 16 mal 4. Also 64er Stack, alles klar. Alles klar. So. Was ist jetzt passiert? Da. Okay, das heißt. So, wir brauchen den Controller mit 8 im Kreis. Okay. Dann kriegen wir wahrscheinlich schon das neue Buch. Da haben wir es. Okay. Also den Controller haben wir. Jetzt brauchen wir die Drain und den Tank. Haben wir schon? Ja, okay. Okay. Drain. Den Auslass und den Tank. So, und wie das weitergeht, machen wir nächstes Mal. Bis dann!